Guten Tag und willkommen zurück hier bei New Super Mario Bros. Ich habe mir gerade schon Gedanken gemacht, wie ich das Ding jetzt hier mache, also das Castle. Und ich habe eine Entscheidung getroffen, dass ich ausnahmsweise dieses Mal... Oh, das ist aber günstig für die Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich werde dieses Mal ausnahmsweise mal das Inventar benutzen. Aus dem Grund, weil ich nicht weiß, ob hier nochmal eine Mini-Röhre sein wird. Und falls hier nochmal eine Mini-Röhre sein wird, möchte ich nicht hier den Mini-Pilz abgegeben haben. Beziehungsweise, ja, diese Mini-Form abgegeben haben. Weil das wäre schon derbe Kacke. Wenn ich dann hier hinterher eine Mini-Röhre sehe und mir denke... ja, jetzt brauche ich irgendwo wieder einen Mini-Pilz her. Und dann muss man sich halt wieder einen beschaffen. Ihr kennt das aus dem letzten Part. War es der letzte Part? Ich glaube, es war der letzte Part. Da habe ich auf jeden Fall versucht, einen Mini-Pilz zu bekommen. Und es ging nicht. Ich war zu blöd dafür. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Fragt sich hinterher immer, woran es gelegen hat. Nee, aber aber ist einfach manchmal so. Manchmal kriege ich das nicht hin und da möchte ich dann einfach kein Risiko eingehen, dass ich da dann kein Mini-Pilz kriege. Obwohl ich einen bräuchte. So. Und deswegen sage ich halt hier für das Castle, wir werden später dann natürlich wechseln. Hier für das Castle werde ich mit Mini Mario durchlaufen. So, aber nur das als, ja, das als wirkliche Ausnahme mal. Das war krass. Und da hatte ich auch echt Glück, dass ich Mini-Mario war. Weil sonst wäre die Starcoin richtig krank. Okay. Und wie gesagt, jetzt werden wir wieder wechseln. Ich denke, es wird nichts mehr für Mini-Mario kommen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ach ja! Der Boss ist das! Boah, der ist so cool. Ich liebe die Bosse hier in... New Super Mario Bros. Es ist so geil. Es sind einfach so viele Custom-Bosse. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, es ist halt nicht so wie in den Teilen für die Konsole, wo halt einfach nur diese Koopalinge da sind, sondern es gibt hier einfach so viele gute Ideen. Das ist einfach nice. Sind nicht wirklich... Die Bosse sind nicht wirklich schwerer, aber sie sind auf jeden Fall viel kreativer und es macht dann direkt mehr Bock, die zu bekämpfen. Ja. Und wir gehen jetzt in ersten Level von Welt 8. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Und hier hört man es wieder, auch keine Custom-Musik, beziehungsweise keine neue Musik. Ich denke, es wird noch neue Musik kommen, hier in Welt 8. Ich glaube, die Level hatten eigene Musik. Aber hier spielt eben wieder dieser Geister-Track. Eigentlich ein bisschen schade, weil ich gern, ja, neue Musik hören würde, ganz gerne. Aber gut. Was soll's. Hau ab. Hau ab. Also. Hier immer darauf achten. Habe ich mir schon fast gedacht. Von nur ein Trampolin ist. Muss man sich das Trampolin nehmen und nach oben? Nein. Ja, doch. Klar, nach oben muss man. Muss man sich das nehmen und das hier platzieren? Oder hätte es da drüben gereicht? Ich glaube, man muss es
hier an der Stelle platzieren und dann kommt man hoch. Ja. Ah, ich glaube, man hätte sogar da drüben hochspringen können. Da, wo das Trampolin lag. Nur dann wäre man, glaube ich, weiter links von der Starcoin rausgekommen und hätte man sich schon so denken können, ja, wahrscheinlich muss ich dann das Trampolin da platzieren, wo die Starcoin ist. Also unten da platzieren, wo die Starcoin oben wäre. So. Ah, hau ab. Was ist... Das ist knapp hier. Ich glaube, wir holen den Buhu mal hier rüber. Kommt. Ja, der kommt. Alles klar. Sehr schön. Nein, ich wollte mich noch bücken, aber... War zu spät. Was soll's. Auch egal, wir haben die dritte Starcoin. Oh shit. Okay, machen wir nochmal so. Und... Wunderbar. Und wir haben sogar schon wieder ein Feuerwerk. Holy shit. Direkt im ersten Level von Welt 8. Ein Feuerwerk. Nice. Man könnte meinen, ich mache das absichtlich, aber nein, wirklich nicht. Oh, sogar ein Megapilzhaus. Maxi-Pilzhaus, besser gesagt. Ja, gut. Bräuchten wir eigentlich nicht, aber... Ja. Ich glaube, ein Itemhaus wäre besser gewesen. Halt für noch einen Mini-Pilz, wenn wir den dann nochmal brauchen sollten in der Welt. Ist hier was? Irgendwie wirkt das so, als wäre hier was. Ich traue dem Ganzen nicht. Ja, okay. Weil da war halt auch nichts drin. So, wäre da wenigstens eine Blume drin gewesen. Also ein Item. Ach, Moment mal. Hier braucht man einen Mini-Pilz, glaube ich. Ich glaube, hier braucht man einen Mini-Pilz. Aber es kann sogar sein, dass man ihn hier kriegt. Ja, wäre da zumindest ein Power-Up am Anfang gewesen? Hier, ja. Hier braucht man einen Mini-Pilz. Aber ich weiß nicht, ob da was Wichtiges drin ist. Ja, keine Ahnung. Ja, wäre da wenigstens ein Item drin gewesen, dann hätte ich gesagt, okay, gut, dann ist da halt ein Item. Aber da war ja jetzt echt gar nichts, ne? Haut ab da. Mann. So. Ist hier echt kein Mini-Pilz? Ich dachte, da drüben wird es einen geben. Hier bei dem, bei der Plattform hier. Aber nö. Komm, ey. Hauptsache, das ist nicht die erste Starcoin, sonst kriege ich wieder das Kotzen. Was ist hier los? Ach, war hier nicht irgendwo die Starcoin und musste raten, wo die ist? Nein! Ach, komm schon! Ja, wir müssen ja sowieso nochmal rein. Schade, ich hätte es sogar fast geschafft. Ist hier Bonus? Ich hoffe, hier ist Bonus. Nein, jetzt macht das Dingen hoch. Brauchen wir die? Die Viecher? Ach komm, hau einfach ab. Ne, wir müssen rechts. Wir müssen rechts hin. Glaube ich. Und wir müssen uns auch ein bisschen beeilen.
Hier ist eine Starcoin, die dritte, dachte ich mir schon. Dann hat die Mini-Röhre anscheinend echt mit einer Starcoin zu tun, so wie ich das sehe. Scheißdreck, ey. Warum müssen die das denn immer machen? Keine Ahnung, vielleicht gibt's halt echt einen, vielleicht gibt's halt echt in jedem Level, wo der Mini-Pilz benötigt wird, ein Mini-Pilz, aber wüsste ich jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht, nichts gesehen. Gut, dann gehen wir halt nochmal durch die Welten durch. Ich glaube, hier in Welt 4 ist noch so ein Haus. Ah, nee, ist auch alles abgegrast. Ja, doch, 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 doch. Hier ist noch eins. Aber haben wir das nicht benutzt? Hm, komisch. Na, vielleicht wurde das auch nicht gespeichert. Beim einen Mal, als ich da so einen Fail hatte. Aber, na, keine Ahnung. Ja, Mann. Let's go. Ich hab's wieder drauf. Ich hab's wieder drauf. Ach, danke, danke, danke. Dann brauchen wir nämlich nicht hier rumhampeln. Und Moment mal, kriegt man da nicht immer einen Mini-Pilz, wenn man einen Mini-Pilz benötigt? Nö. Okay. Alles klar. Aber wäre auch nicht schlecht gewesen, ne? Dann hätten wir wenigstens noch einen Mini-Pilz fürs Inventar gehabt. Naja. Komm, machen wir erstmal die Viecher hier weg. Ah, komm. Hau ab. Mann. Und gönnen uns dann den Mini-Pilz. Let's go. Und ich hoffe, da ist jetzt wirklich was Relevantes. Komm schon, Alter. Gibt man eigentlich von denen? Wenn man von denen berührt wird? Hm. Ich weiß es nicht. Aber komm, hier gibt's nichts Relevantes. Gehen wir wieder raus. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Kommt halt auch nicht hoch, ne? Ganz, ganz große Klasse. Ganz, ganz toll, wirklich. Moment mal. Dann hier oben. Alles klar, braucht man da vielleicht auch Mini-Mario? Kann das sein? Ich weiß es nicht, aber mit Mini-Mario war es jetzt viel einfacher. Alles klar. Komm, dann nehmen wir das. Und hauen ab. Wir reichen nicht... Ach, egal. Komm. Scheiß drauf. Ah, jetzt ist der da. Na komm. Wir nehmen die Challenge an. Und machen ihn easy platt. Kriegen sogar einen Panzer. Let's go. Oh, und mit dem können wir viel schneller schwimmen, ne? Ja, Mann. Das ist so geil mit dem Panzer. Kann man auch viel besser ausweichen. Falls diese Wasserläufer irgendwo stehen sollten, wo man eigentlich hochspringen möchte. Also wenn man so hochschwimmt und die dann oben sind, dann würde man in vielen Fällen in die reinschwimmen, wenn man zu schnell ist. Aber hier mit dem Panzer ist das dann nochmal einfacher, den auszuweichen. Kann man damit nicht sogar übers Wasser schlittern?
Das kurz. Nee, kann man nicht. Das ist klar. Ja, ich wollte es einfach nochmal austesten. Kann die mal abhauen, bitte? Ja, toll. Mann, ey, es sind solche Drecksviecher. Also hier, wenn man in einem Raum ist, am besten direkt die Viecher weghauen. Moment, jetzt mache ich es aber... Jetzt mache ich es aber schlau. Na, ich weiß nicht. Na, nee. Ich stampf lieber hier. Stampf lieber hier direkt. Ja, alles klar. Ich wollte eigentlich die Wand benutzen, aber ich weiß nicht, ob ich direkt nach unten gefallen wäre. Mit der Stampfattacke. Deswegen dachte ich mir, nee, mach es mal lieber nicht so. Ach man, Mario, geh doch gegen den Scheißblock. Ja, komm. Jetzt haben wir wenigstens alle Starcoins. Und können schön ins Ziel. Ist klar. Gut, dann in den Turm. Von Welt 8. Let's go. Ein Mini-Pilz. Ja, komm, dann nehmen wir den, würde ich sagen, ne? Nein, ich wollte mich von Stacheln treffen lassen. Ach komm, ey, ich wollte mich erst von Stacheln treffen lassen, damit ich unverwundbar bin, um den Mini-Pilz einzusammeln. Ja, jetzt braucht man hier einen Mini-Pilz und dann ist es doppelt so kacke, dass ich den nicht bekommen habe. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es doch schon kommen. Komm, gib's mir. Gib's mir, bestraf mich, dass ich so dumm war und dann direkt runtergesprungen bin und dass ich nicht erst links auf die Plattform gegangen bin. Komm, mach. Hau's mir richtig schön rein. Richtig unglücklich, ey. Ah. Ja, okay. Richtig unglückliche Situation da an der Stelle. Ach komm, ey, nerv doch nicht. Das war knapp. Die Knochen trocken waren anscheinend alle rote Koopa in ihrem vorherigen Leben. Weil wir wollen nicht runterlaufen. Da drüben können das Starcoin sein, ne? Ja, aber da kommt man nicht rein. Da kommt man nicht rein. Und man sieht von hier aus, dass da, wo man hinkommt, eine Starcoin ist. Da oben ist aber eine. Nicht? Als ob. So. Hier ist eine. Hoffentlich die zweite. Jo. Alles klar. Dann ist ja alles gut. Puh, ja, gehen wir hier lang. Würde ich sagen, ne? Hier kommt man nicht lang. Zumindest nicht weiter nach oben. Und... Ach Mann, ey. Stell mich manchmal so blöd an. Hau ab. Geh einfach weg. Ah, okay. Okay.
Was? 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 Ja, komm. Dann bringe ich mich da halt an der Stelle um. Alles gut. Glaub, das hätte ich sowieso gemacht. Klar, da bin ich jetzt verreckt. Aus Dummheit. Aber ich glaube, ich hätte mich da an der Stelle einfach umgebracht. Damit ich die Starcoin nachholen kann. Ja, okay. Hier kommt ein Block. Ach man, ach. Hä? Da sind versteckte Blöcke? Okay, aber wo sind überall versteckte Blöcke? Okay, da ist noch einer. Dann komme ich hier dran. Alles klar. Sehr gut. Nice. Oh, aber der Bowser Junior Kampf ist krank. Der ist richtig gemein. Man kann der sich nicht sogar selber abwerfen, wenn man lucky ist? Wenn das ein richtig guter Zeitpunkt ist, wo er den Panzer wirft? Er kann das doch von der Wand abprallen, oder nicht? Ah. Ja, ich glaube, das geht, aber es muss dann wirklich frame-perfect sein. Ach, scheiße, warum springe ich? Ja, ich hab's einfach gerade nicht erwartet. Dumm. Richtig dumm. Deine Kack-Unterstützung nicht, hau ab. Mann, ey. Scheißdreck. Hä? Ja, ja, okay. Dann halt so. Wie kommt man da denn dran? An die scheiß Da braucht man doch diesen fliegenden Block. Zwingend. Oder? Und dann beeile ich mich halt ein bisschen. Hier kann ich mich jetzt nicht beeilen. Hä? Erscheinen die da automatisch, wenn man den Block betätigt hat? Also kann man die dann erst betätigen? Scheint fast so, oder? Interessante Mechanik. Ich hoffe, wir schaffen jetzt einen Bowser Junior Fight. War gerade so blöd einfach nur. Oh Mann, ey. Ich sehe schon im Ansatz, dass er springen will. Und dann springe ich auch in ihn rein. Mega dumm, ey. Aber ich hab's einfach nicht erwartet an der Stelle. Oh! Also. Ah, ja, stimmt. Der schmeißt den schneller. Deswegen ist es wahrscheinlicher, dass der so zurückkommt. Okay. Aber der Bowser Junior Fight ist tatsächlich anspruchsvoll. So, machen wir das so. Holen wir die direkt. Und jetzt schaffen wir's. Let's go. Genug umgefällt. Mann, ey, so unnötig die ganze Zeit. Ich hätte es auch im First Try machen können eigentlich, aber keine Ahnung. War dumm.
einfach dumm gerade. Okay, jetzt springt er nicht. Das war knapp. Holy shit. Mach dich ab. Let's go. Alter. Oh Mann, ey. Also der Fight, der ist schon was. Der ist schon was, wenn man klein ist. Ja, auf jeden Fall speichern. Und dann, Leute, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und schaut auch gerne bei Twitter vorbei. Ich kann es nicht oft genug sagen. Bis demnächst und ciao.